Ja, hallo Freunde. Ich habe länger nichts von mir hören lassen. Wir mussten uns erstmal hier in unserem neuen Heim einleben. Wir haben es hier richtig toll erwischt. Wir haben jetzt erstmal die Küche eingerichtet, unser Bett. Das Haus ist trotzdem noch relativ leer, ist klar. Aber wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben einen richtig tollen. Sabine hat einen richtig tollen Gasherd ausgesucht. Wir haben einen Kühlschrank, wir haben Waschmaschine, alles, was wir brauchen. Aber was für uns noch viel wichtiger ist, wir sind ja viel zu Fuß hier unterwegs. Also jeden Tag gehen wir auf jeden Fall, sind wir so, ich sag mal, 1,5 Stunden zu Fuß unterwegs, solange es die extreme Hitze hier zurzeit zulässt. Und natürlich shoppen wir an der einen oder anderen Stelle immer so eine Kleinigkeit. Und wir haben das auch so gemacht, dass wir gesagt haben, wir kaufen nicht alles in einem Laden, sondern hier gibt es ja auch mehrere Baumärkte und sowas. Wir teilen das einfach auf. Mal gehen wir in den einen, mal gehen wir in den anderen. So machen wir das mit den Lebensmitteln, mit diesen kleinen Tante-Emma-Läden. Einfach nur, ja, um Gesicht zu zeigen. Ja, so macht man das eigentlich. Und jetzt haben wir Sonntag. Warte mal, Sonntag, den. So hell, ich sehe es nicht. 16? 16. 16. Und jetzt habe ich gerade noch ein bisschen Wasser geholt für uns und für die Hunde. Ach, Hunde. Da ist ja nur noch einer für den Hund. Und das zahlt sich aus. Egal ob Männlein oder Weiblein, die uns jetzt so mittlerweile entgegenkommen aus der Nachbarschaft, die grüßen einen. So, dieses Daumen hoch, Holla. Und man ist super freundlich zueinander. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Wir haben auch schon festgestellt, ey, sobald die Leute feststellen, es waren. Sabine, es war einer, ne? Ja, das war in einem Baumarkt einer, der mochte offensichtlich grundsätzlich uns nicht. Aber das ist ja auch okay, das hast du ja überall. Und, oh. Und das fühlt sich ziemlich gut an. Die Leute sind super freundlich, sind hilfsbereit und unsere eine Nachbarin hier, Gisela, also Gisela in Deutsch, Gisela. Da bin ich irgendwann an ihr vorbeimarschiert, eine junge Frau. Hat uns angesprochen, so, ist das euch das nicht zu laut? Man muss dazu sagen, die hat hier 3 Hunde und eine unbekannte Anzahl von Katzen. Die Katzen sind still. Aber die Hunde, immer wenn die einen Anlass finden, nachts zu jaulen und zu bellen, also in der Kombination, dann machen die das. Aber ach, das ist dann immer so für 30 Sekunden, 40 Sekunden, dann sind wir kurz wach, weil der zu schläft man ja nicht so durch. Da hat sie sich entschuldigt, das ist überhaupt kein Problem. Alles gut. Und die hat auch sofort ihre Hilfe angeboten, haben gesagt, ja, und wenn du was brauchst, dann sollst du dich an uns wenden. Dann hat die gestern Abend Party gemacht. Die hat sich wahrscheinlich mit ein paar Freundinnen getroffen. Das ist, obwohl wir mitten in der Innenstadt sind, das ist schön ruhig. Das bisschen Hundegekläffe. Unser Hund unterhält sich auch ab und zu mit dem anderen. Der ist aber dann nicht in der Nachbarschaft da. Hallo Mosche. Hallo Mosche, dass er sich die Pfoten nicht verbrennt, egal. Der ist dann irgendwo da in der Richtung, mit dem er sich dann unterhält. Ja, Tierarzt haben wir direkt um die Ecke. Da habe ich mich schon angemeldet, so zum Krallenschneiden, das ist mal wieder nötig. Es läuft. Jetzt kümmern wir uns um Auto. Sabine hat über die Daria haben wir einen weiteren Kontakt hier zu einer Einwanderungshelferin, die heißt interessanterweise Evelyn. Ja, auf jeden Fall hilft die bei so Behördengängen und ihr Mann, der kennt sich sehr gut mit Autos aus. Da haben wir uns gemeldet und gesagt, ungefähr so unsere Vorstellung, unser Budget und ich gehe mal davon aus, dass er sich dann nächste Woche auch irgendwann meldet. Unabhängig davon wollen wir ganz gerne zum Renault-Händler fahren, der ist da auf der Route 6, irgendwo 10 Kilometer, 7 Kilometer von uns. Wir haben so zwei Autos, so unterschiedliche sie sind, aber beide kämen für uns in Frage. Das ist einmal der Renault Oroch, das ist der Dacia Duster. Dacia läuft hier unter dem Namen Renault in dem Land. Und der Oroch ist halt ausgelegt als Pickup. Das gibt es in Europa gar nicht. Und das andere ist der Renault Kwid. Kwid. So ein Mini-SUV. Also genau genommen, der Kwid würde uns reichen. Der Oroch ist so Wunschgedanke. Den hatte ich mir zuerst ausgeguckt. Und dann habe ich gesagt, ach, das Ding kostet ja auch einiges. Ja, aber jetzt, da Sabine für solche Sachen zuständig sind, ist, hat
hat sie mir gestern gesagt, sie würde eigentlich eher zum Oroch tendieren. Haben gesagt, also, weißt du was, jetzt fahren wir einfach mal hin zu Renault und gucken uns mal die Autos an, die es da gibt. Ja, es ist hier auch mit den Menschen super entspannt. Wir fühlen uns richtig wohl. Wir wissen jetzt, dass wir untergekommen sind an einem Platz, an dem wir auch längerfristig bleiben können, egal wie lange alles andere dauert. Das heißt, wir vermissen nichts und das ist das Wichtige. Und wir haben total nette Nachbarn. Und im Übrigen, ne, Klamotten kaufen, so für an die Frauen gewandt, ne? Hier gibt's Klamottenläden für Mädels, ey. Pff. Auch für Männer. Ich bin zwar kein Anzugträger, aber ich könnte mir noch und nöcher hier vernünftige Anzüge kaufen. Irgendwas Vernünftiges brauche ich ja noch, wenn ich zur Bank gehe, weil ich wollte noch Konto eröffnen, zum Funnel eventuell. Mal gucken einfach, wie das läuft. Jetzt habe ich mich schon wieder tot gequatscht mit 6 Minuten, das geht ja eigentlich. Ich wollte aber so eine Zwischenmeldung geben, jetzt zum Wochenende, zum Sonntag. Wir fühlen uns sauwohl. Es war alles richtig, so chaotisch auch diese Anreise jetzt hier war, von Capiata nach Encarnación. Auf der anderen Seite genauso richtig war es auch, das zu tun. Liebe Grüße an die ganzen, ich sag mal, Partnerkanäle von Sasch beispielsweise. Der hat im Übrigen, ich weiß nicht, ja, vielleicht hat das ein anderer mitbekommen, der hat so ein bisschen Zusammenschnitt gemacht von Weihnachtsfeier und Nikolausfeier und Silvester mit seiner Familie und mit Evelyn und ihrer Familie und dem Christian aus Capiata und mit der Tina. Ja, natürlich aus bekannten Gründen war das jetzt schwierig, da überhaupt zu der Pinkelparty zu kommen. Ich hoffe, du hast da Verständnis für. Ich denke, es ist nachvollziehbar. Und außerdem sind wir ja noch gar nicht so mobil. Dieses Video lohnt sich anzuschauen. Ich habe unter irgendeinem Los Loquitos, sucht man nochmal nach Los Loquitos, das ist der Kanal von dem Sasch. Guckt euch das letzte Video von dem an. Der hat richtig schöne Bilder gemacht, hier auch vom Strand und sowas. Deshalb mache ich solche Sachen nicht, weil es gibt andere Kanäle, die fangen das einfach, auch so dieses Feierlaune und diese Part, einfach diese, fangen das besser ein, als ich das könnte. Deswegen verweise ich da mal an den Kanal. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Liebe Grüße von Sabine, von Mosche und last but not least von mir. Tschüss, küss.